Zum Podcast zum Thema Beschneidung von Jungen in Deutschland. Neben mir ist Stefan Thome, der Allgäuer Bundestagsabgeordnete, und wir stehen hier auf dem Dach des Reichstages neben der Kuppel mit schönem Blick auf Berlin. Herr Thome, soll die religiöse Beschneidung von Jungen in Deutschland verboten werden? Nun, wir bewegen uns hier in einem ganz, ganz schwierigen rechtlichen Spannungsfeld zwischen Artikel 2 Grundgesetz, körperliche Unversehrtheit, in diesem Fall der Jungen, und Artikel 4 Grundgesetz, Religionsfreiheit. Religionsfreiheit wird bei uns in Deutschland völlig gesetzlich uneingeschränkt gewährleistet aus historischen Gründen. Bei Artikel 2 Unversehrtheit des Körpers gibt es schon Einschränkungen. Es gibt im Paragraphen 228 StGB Strafgesetzbuch eine Vorschrift, die besagt, dass eine Körperverletzung dann nicht rechtswidrig ist, wenn sie mit Einwilligung des Verletzten geschieht. Ich kann also natürlich einwilligen, dass an mir eine Operation vollzogen wird beispielsweise. Nun, bei kleinen Kindern und bei diesen religiösen Beschneidungen haben wir ja immer minderjährige Jungen, mit denen wir es zu tun haben. Da ist es so, dass natürlich die Eltern die Einwilligung erteilen müssen. Eltern haben die Personensorge für ihr Kind. Die Eltern müssen einwilligen, wenn ein medizinischer Heileingriff oder auch eine medizinisch gar nicht notwendige kosmetische Korrektur, etwa abstehende Ohren oder eine krumme Nase, vollzogen wird. Auch da dürfen die Eltern, weil sie vielleicht ihr Kind vor Hohn und Spott schützen wollen, in einen solchen medizinisch nicht notwendigen Eingriff einwilligen. Und nichts anderes hat zu gelten, wenn Eltern der Auffassung sind, dass ein Kind in eine Religionsgemeinschaft aufgenommen wird, damit das Kind in einer Religionsgemeinschaft groß werden kann, auch dann ist das herrschende Meinung, dass Eltern in einen solchen medizinischen Eingriff einwilligen können. Warum soll die Beschneidung von Jungen in Deutschland erlaubt bleiben, während die Beschneidung von jungen Mädchen und Frauen in Deutschland verboten ist und auch weiter bleiben soll? Zwischen Beschneidung von Jungen und der Genitalverstümmelung von Mädchen muss ein deutlicher Unterschied gemacht werden. Im einen Fall wird das sexuelle Empfinden des Kindes nicht gestört. Bei den Mädchen ist das sehr wohl der Fall. Deswegen sprechen wir bei der Genitalverstümmelung von Mädchen von einer strafbaren Körperverletzung. Das muss auch dabei bleiben. Bei Jungen ist es ein ganz anderer Tatbestand. Da wird das sexuelle Empfinden des Mannes später nicht beeinträchtigt, sodass das eine ganz andere Geschichte ist. Hier bin ich der Meinung, da muss unterschieden werden. Die Genitalverstümmelung von Mädchen muss strafbar bleiben. Bei der Beschneidung von Jungen müssen wir aus religiösen Gründen für solche Religionsgemeinschaften ein Ausnahmerecht schaffen.